Idee, Plan, Action. Der Smarter Podcast. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel vom Smarter Podcast Idee, Plan, Action. Nachdem wir uns in Staffel 1 mit den Soft Factors von Unternehmertum beschäftigt haben, dreht sich auch in dieser Staffel wieder alles um Factors, aber das mal um die Success Factors, also die Erfolgsfaktoren. Wir fragen, auf was kommt es wirklich an, um ein erfolgreiches Startup zu gründen? Was lässt ein Startup abheben oder ob er auch scheitern? Selbstverständlich ist Erfolg immer ein Zusammenspiel von ganz vielen verschiedenen Faktoren. Und diese universell gültige Liste von Start-up-Erfolgsfaktoren gibt es nicht. Darum picken wir in den nächsten 4 Folgen 4 Erfolgsfaktoren raus, über die wir mit unseren Gästen reden. In der heutigen Folge starten wir ganz am Anfang, und zwar bei der Ideenfindung. Was macht eine erfolgreiche Idee aus und wie findet man sie überhaupt? Die eine zündende Geschäftsidee. Darüber reden wir heute mit der Theresa Mandl, Gründerin und Geschäftsführerin von der TVT Swiss Consult GmbH und Spezialistin für Innovationsmanagement. Liebe Theresa, herzlich willkommen beim Smarter Podcast. Hallo. Theresa, dir ist das Unternehmertum sozusagen in die Wiege gelegt worden. Als Tochter von einem Unternehmer im Bereich Industriedesign und Engineering bist du mit der Entwicklung von Produkten aufgewachsen und hast so deine Leidenschaft für Innovationsmanagement entwickelt. Nach deinem Wirtschaftsstudium an der Uni Zürich hast du dich direkt selbstständig gemacht und unterstützt seither kleine und grosse Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen in der Entwicklung von neuen Angeboten und Produkten. Daneben bist du auch Dozentin bei uns an der Hochschule. Und jetzt an dich die wichtigste Frage vorab: Was macht eine gute Idee aus? Ja, ganz gute Frage. Was macht die gute Idee aus? Ich habe so das Gefühl, es gibt nicht so ein Standardrezept, was die Idee gut macht, sondern man muss ein bisschen zwei Faktoren betrachten. Das eine ist vielleicht eher so das Thema, was hat jemand subjektiv vor mit der Idee? Also das heißt eigentlich so ein bisschen das Warum, warum möchte ich eigentlich die gute Idee haben? Da gibt es die Menschen, die sagen, die Idee ist dann gut, wenn ich in meinem sozialen Umfeld was verändern kann. Dann gibt es die Leute, die sagen, eine Idee ist dann gut, wenn ich damit reich werde, möglichst schnell. Es gibt auch viele andere Beweggründe, warum eine Idee als gut bezeichnet werden kann. Und vielfach ist es auch kulturell so ein bisschen unterschiedlich. Also ich habe so das Gefühl, wenn man beispielsweise im Silicon Valley jemanden fragt, hast du eine gute Idee oder a great idea, dann hat man so selbst dann eine gute Idee, wenn man sagt, ich habe jetzt den optimalen Pizza-Lieferservice für meine Community, in der ich lebe, ins Leben gerufen, weil die Pizza kommt jetzt irgendwie 5 Minuten schneller und 5 Grad heißer da an. Hier im deutschsprachigen Raum habe ich oftmals so das Gefühl, dass eine great idea oder eine gute Idee dann gut ist, wenn die wirklich so weltverbessernd ist. Also man muss irgendwie was Großes erreichen. Okay, also wir haben mit anderen Worten größere Ansprüche an eine Idee als vielleicht andernorts. Ich habe schon das Gefühl, vor allem weil wir auch, ich sag mal so, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf, nicht unbedingt scheitern wollen. Ja? Also bei uns ist ja so dieses Thema Scheitern noch ein bisschen negativer belegt als jetzt in den USA beispielsweise. Mhm. Das zweite Thema, also neben dem Subjektiven, habe ich das Gefühl, es gibt aber auch objektive Kriterien, die man anschauen kann, ob eine Idee gut ist oder nicht. Und gerade wenn wir von Innovation reden, geht es natürlich darum, dass die Idee irgendwie marktgerecht sein muss. Also irgendein Kundenbedürfnis sollte die Idee dann schon gut befriedigen können. Jetzt, wenn wir von guten Ideen reden, gibt es natürlich auch das Gegenteil. Was ist eine schlechte Idee? Ja, also wie gesagt, also eine schlechte Idee wäre dann etwas, was überhaupt keinen Markt findet zum Beispiel. Weil gerade im Startup-Bereich gehen wir zumindest schon mal mit den Ideen voraus, um ein Unternehmen aufzubauen. Und eine Idee, die überhaupt kein Bedürfnis trifft. Und Achtung, es kann auch sein, dass wir ein gutes Bauchgefühl haben und ein Bedürfnis treffen, was wir erst aufbauen und was erst in der Zukunft kommt. Aber wenn da also heute nichts ist und auch in Zukunft nichts absehbar, dann würde ich mal sagen, ist es wahrscheinlich eine schlechte Idee. Jetzt gibt es ja das Sprichwort, wer sucht, der findet. Gilt das auch für Geschäftsideen? Oder wie findet man sie denn, die gute Idee? Das ist ein gutes Sprichwort. Ich denke schon, dass es für Ideen gilt. Und es gibt eigentlich zwei Seiten, die wir anschauen müssen. Nicht nur die Idee, sondern zuerst, glaube ich, ist auch mal dieses Problem
zu sehen, was wir lösen wollen. Also es gibt ja diesen Spruch, love the problem, not the solution. Also wir müssen irgendwie, da kommen wir wieder zu diesem Kundenbedürfnis zurück, irgendwas erkennen, was ungelöst ist. Sei es, dass ich sage, ich gehe mal von mir aus, ich habe ein eigenes Problem in meinem Alltag. Beispielsweise eben, ich habe eine Flasche, mit der transportiere ich meinen Kaffee und der ist immer kalt, wenn ich am Arbeitsplatz ankomme. Dann habe ich so ein eigenes Problem erkannt und könnte mal sagen, okay, von dem Problem gehe ich aus und dann suche ich mir eigentlich die Lösung. Ich kann aber auch mich umschauen und sagen, andere haben Probleme oder gewisse Herausforderungen und die gehe ich an. Und wie gesagt, manchmal ist es einfach auch so, dass man erkennt, in der Zukunft wird es neue Herausforderungen geben, zum Beispiel dadurch, dass sich die Gesellschaft verändert. Wir waren jetzt in der Pandemie, vielleicht kommen neue Pandemien auf uns zu. Also, dass man auch schon versucht zu antizipieren, wo gibt es zukünftige Herausforderungen und dafür Ideen zu finden. Ja, und so glaube ich schon, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, dann ist es auch einfacher, Ideen zu finden. Man kann sich darauf auch gewissermaßen trainieren. Also unser Gehirn ist ja so aus verschiedenen Netzwerken, Neuronen und so weiter aufgebaut. Und da ist also wissenschaftlich erwiesen, wenn wir die trainieren, also das heißt, wenn wir uns nicht immer nur in unseren eigenen Sphären bewegen, sondern zum Beispiel auch mal in einer anderen Branche uns umschauen oder was ganz anderes ansehen, was wir sonst nicht kennen, dann verknüpfen die sich neu. Und ich glaube, genauso ist es auch dann, wenn man gute Ideen sucht. Wenn man sein Gehirn trainiert, neu zu denken, dann kommen auch, wenn man eben auf so ein Problem stößt, neue Lösungen zustande, fast schon dann automatisch, wenn man sowas kontinuierlich macht, ja. Mhm. Also du hast jetzt zwei Sachen angesprochen. Erstens das Ausgehen von einem Problem zum auf Ideen kommen und dann auch das, ja, sich Inspiration suchen in anderen Bereichen und neue Verknüpfungen schaffen und vielleicht auch wirklich ein Stück weit trainieren, die Art zu denken. Es gibt natürlich auch so verschiedene Methoden, nennen wir es jetzt mal, Tools, wo man vielleicht im Ideenfindungsprozess brauchen kann. Was hältst du da davon? Ist das hilfreich oder kommt es auf jeder Einzelnen darauf an, ob man mit so vorgegebenen Methoden arbeiten kann oder möchte? Es gibt sicher einige Methoden, die unterstützend sein können. Also dieses Thema Ideen finden, ich glaube nicht so sehr dran, dass, also es mag Menschen geben, denen ist es wie eine angeborene Fähigkeit, aber ich glaube, eigentlich ist es wirklich eine Fähigkeit, die man erlernen kann. Und da helfen natürlich solche Methoden. Du sprichst Kreativitätsmethoden an, vielleicht auch Design Thinking oder so, wo man sagt, okay, man hat beispielsweise, man durchdenkt mal ein Produkt und überlegt sich, wie kann ich dieses Produkt viel schlechter machen und kommt darauf auf eigentlich Verbesserungsmöglichkeiten. Oder man versucht mit Assoziationen zu arbeiten. Ich glaube, das ist ein sehr zielführender Weg oft, dass man sagt, ich nehme mal verschiedene Dinge aus unterschiedlichen Bereichen und verknüpfe die neu miteinander. Also ich nehme, bei uns im Unternehmen sind das so Sachen, dass wir sagen, wir haben eine Problemstellung, wir haben ein Mikrofon, was wir entwickelt haben. Die Oberfläche, die hat den Bühnenperformer immer geblendet, weil das Licht da drauf im Prinzip schien. Und wir haben dann überlegt, okay, wo gibt es denn eine ähnliche Herausforderung? Im Flugzeugbau sind wir fündig geworden. Da gibt es absolut schwarze Oberflächen im Cockpit, damit der Pilot nicht geblendet wird. Und die wiederum setzen wir jetzt, dieses Material setzen wir oder die Oberflächenbehandlung beim Mikrofon ein. Und so kann man das natürlich auf verschiedene Spielarten machen. Ich kann als Maschinenbauer mal schauen, was hat denn die Musikindustrie zu bieten. Oder ich gehe mal ins Theater und überlege mir, wie hängen denn die Dinge im Theater zusammen mit dem Problem, was ich lösen will. Also ich glaube, so die Rekombination ist sehr fruchtbar, aber das ist was oftmals, was eben nicht punktuell funktioniert, sondern auch, wie gesagt, worauf man sich ein bisschen trainieren muss. Und eben manchmal ist es auch wie so ein vorgegebener Prozess, wo einem hilft, das, ja, wie so durch Schritt durchzugehen und doch eine gewisse Struktur zu haben in einem, ja, sonst vielleicht ob jetzt chaotischer Prozess. Muss Ideenfindung, muss Kreativität auch Chaos sein? Ich denke, es ist eine Abwechslung zwischen eben so ein bisschen diesem explorativen Chaos und dann wieder die Dinge auf den Boden der Tatsachen holen, zu selektieren, zum Beispiel, welche Dinge verfolge ich weiter und wo höre ich besser auf. Und dazu finde ich es enorm wichtig, dass man eben, wir haben über dieses gute Idee gesprochen am Anfang, dass man sich wirklich für sich definiert, was will ich eigentlich erreichen. Und dann kann ich auch an jedem Punkt eigentlich in diesem Prozess immer wieder zurückgehen und überlegen, wie nah bin ich denn da jetzt dran an meinen Zielen oder gehe ich zumindest in dieselbe Richtung.
Oft ist es ja nicht die Perfektion, die ich erreichen muss bei den Ideen, sondern sehr oft, glaube ich, ist es einfach dieses Gefühl, Fortschritt zu machen, ja, also so diesen Progress zu tracken sozusagen. Und ich glaube, da sind die Ziele wichtig. Und ich finde auch Deadlines sehr wichtig. Und das geht natürlich auch so ein bisschen in dieses strukturierte Vorgehen rein. Bei ganz vielen Startups hat man das Gefühl, die machen ewig vor sich hin. Also die werkeln und irgendwann wird es vielleicht mal was. Ich glaube, Deadlines helfen einfach, dass man sich sagt, okay, bis zu dem Punkt muss ich irgendwas Bestimmtes erreicht haben, dass man schneller vorankommt und auch Dinge erreicht. Eben nicht perfektioniert, sondern vorankommt. Ja, man kann sich natürlich gerade bei der Entwicklung von einer Idee auch sehr verzetteln, gerade wenn sie für einen selber wichtig ist und einem am Herzen liegt. Das ist ja dann so das eigene geistige Baby und das möchte man ja besonders pflegen, oder? Jetzt viele Geschäftsideen entstehen auch auf der Basis von bestehenden Produkten und Angeboten, wo man dann einfach auf eine neue Art und Weise umsetzt. So eine völlig neue Idee, die es noch nie vorher gegeben hat, kommt wahrscheinlich eher seltener vor, oder? Ja, würde ich jetzt auch sagen. Wobei das natürlich nicht heißt, dass man nicht das, was bestehend ist und neu kombiniert ist, neu verpackt und neuartig auch dann verkauft sozusagen, ja. Also es ist nicht eine besser oder schlechter als das andere? Überhaupt nicht. Ich bin überzeugt, man kommt mit Neukombinieren von Dingen, die es woanders gibt, kommt man schneller voran. Und ganz oft sind tatsächlich auch Ideen erfolgreich, wo man sagt, die gibt es vielleicht in den USA schon, ich nehme die in die Schweiz und schaue, wie kann ich die hier am Markt durchsetzen. Und also kopieren ist nicht immer schlecht bei der Ideenfindung, ja. Ja, dann ist einfach der Fokus wahrscheinlich ein anderer. Also wenn ihr bestehende Idee vielleicht aus einer anderen kulturellen Umgebung rausnimmt, dann ist mein Fokus der, die möglichst gut zu adaptieren auf unseren Kontext, oder? Ja, und dazu muss man vielleicht, und da kommen wir nochmal zu dem Thema, was eine gute Idee ausmacht, zurück. Sehr oft sind es, ich sage jetzt mal, mittelmäßige oder mittelmäßig neue Ideen, die besonders gut aber umgesetzt werden, die erfolgreich sind am Markt. Die beste Idee, die bringt mir nichts, wenn ich meinen Markt nicht erreichen kann, wenn ich nicht weiß, wie der Kunde überhaupt auf mein Produkt dann nachher kommt. Also sprich, ich glaube, die Umsetzung ist in vielen Fällen noch viel relevanter. Manchmal auch das Timing, ob man zum richtigen Zeitpunkt kommt. Da wären wir wieder bei den Deadlines oder bei einem geführten Prozess, weil die Idee an sich ist manchmal gar nicht so bahnbrechend. Und ich sage manchmal, wenn man sieht, wie viele Startups gegründet werden, das sind ja Tausende jedes Jahr allein in der Schweiz, wenn nicht Zehntausende. Ich frage immer, haben die alle so eine gute Idee? Und einige davon überleben ja tatsächlich. Und ich glaube, oft ist es einfach die Umsetzung, die sehr marktgerecht ist und nicht unbedingt die Güte der Idee, die entscheidet über den Erfolg. Was ist zuerst, die Idee oder der Wille, Unternehmer, Unternehmerin zu sein? Ich habe das Gefühl, in den meisten Fällen ist der Wille entscheidend. Also es gibt sogar Studien, wenn man überlegt, gerade Gründer, wer ist erfolgreicher, die Fähigkeiten zuerst haben oder die mehr so diesen Willpower, also mehr Leidenschaft mitbringen. Und in den meisten Fällen ist wirklich die Leidenschaft und der Wunsch, unternehmerisch zu sein, entscheidender, als dass man die Fähigkeiten hat. Die kann man lernen oder einkaufen. Jetzt, wenn ich meine Idee gefunden habe und ich habe das Gefühl, das ist gut. Mhm. Wie prüfe ich jetzt die Idee auf ihre Erfolgsaussichten? In den meisten Fällen, es ist nicht in allen Branchen möglich, aber ist es tatsächlich so, dass der Test am Kunden oder zumindest die Diskussion mit anderen sehr wichtig ist. Also es gibt so auch da Erkenntnisse, dass zum Beispiel in Städten, wo unterschiedlichste Menschen zusammenkommen mit diversen Hintergründen, dass da Ideen besser florieren. Und ich glaube, dasselbe ist auch, wenn man selber eine Idee hat und die prüfen will, je mehr man darüber diskutiert mit unterschiedlichen Menschen, die von einem unterschiedlichen Hintergrund kommen, unterschiedliche Perspektiven bringen, ich glaube, umso besser kann man die Idee auch wirklich weiterentwickeln und verifizieren nachher am Markt. Kann so eine Idee nicht auch verwässern, wenn ich zu viel Feedback einhole? Ja, bestimmt. Also vielleicht braucht es eine gewisse Reife, dass ich das Feedback auch einhole. Die Verwässerung hängt eigentlich davon ab, wie nahe ich mir das Feedback gehen lasse. Also ich würde mal sagen, und da wieder die Ziele, wenn ich
Ziele habe, wenn ich eine Vision habe, wenn ich mir klar bin über das Problem, was ich lösen will, ich glaube, dann ist die Gefahr, dass verwässert wird, gar nicht so groß. Es ist mehr wirklich die Sache, wie sehr mache ich mich von dem Feedback nachher abhängig. Und da gibt es auch, wer war das? Mensch, der Peter Thiel hat mal gesagt, also mit den Ideen ist es so, es gibt so die Ideen, die halten alle für gut, es gibt die Ideen, die halten alle für besonders schlecht, und eigentlich ist die Schnittmenge, nämlich polarisierende Ideen, sind dann die, die erfolgreich werden. Also es ist schon so, dass man nicht immer durch Feedback die Erfolgswahrscheinlichkeit oder abschätzen kann, glaube ich, weil es gibt nun mal sehr viele Menschen, die sich auch nichts vorstellen können. Also auch Steve Jobs hat es ja immer gesagt, wenn ich jetzt gefragt hätte, braucht ihr so ein Smartphone, hätten die meisten wahrscheinlich gesagt, nein. Oder bei Henry Ford selbst, der hatte gesagt, wenn ich die Menschen gefragt hätte, was braucht ihr, dann hätten wir jetzt schnellere Pferde. Also in dem Sinne, ich denke, Feedback hilft, auch um zu sehen, habe ich es hier mit was Polarisierendem zu tun, um diese verschiedenen Perspektiven abzuprüfen. Aber letztlich muss der Unternehmer natürlich selber auch Entscheidungen treffen. Und ich glaube, da ist dieses kultivierte Bauchgefühl wiederum wichtig, dass ich eben mich mit Trends beschäftige, dass ich mit offenen Augen durch die Welt gehe und dann auch fähig bin, an Dinge zu glauben, selbst vielleicht, wenn nicht alle dran festhalten. Ja. Das ist so eine Gratwanderung, ja, zwischen Feedback einholen, Feedback ernst nehmen, genau, aber trotzdem ja, der eigenen Überzeugung auch folgen. Ja. Jetzt, von wem hole ich wirklich wertvolles Feedback ein? Ist das mein Umfeld, meine Freunde, meine Familie oder sind das Fremde? Also es kommt natürlich immer darauf an, was ich für ein Umfeld habe. Also ich sage jetzt mal, da gibt es natürlich Menschen, die haben ein Umfeld, was sehr risikoavers ist, und ob ich jetzt bei denen immer Feedback einholen würde, ist die Frage. Ich denke, es macht sicher Sinn, mit Unternehmern zu sprechen, die den Weg schon gegangen sind, also wirklich von der Idee bis zum Scale-up oder auch vielleicht auch solchen, die eben gescheitert sind mit ihren Ideen. Ich glaube, sowas ist schon wichtig, weil es gibt sicher auch Fehler, die sich vermeiden lassen. Ja. Sei das im Auftritt, wenn ich zu einem Pitch spaziere und irgendwie da meine Idee schmackhaft machen möchte, bis hin auch natürlich zu vielleicht Finanzierungsfragen oder so, dieses Ganze drumherum. Also ich glaube, da kann man schon auch von Menschen lernen, die sowas schon mal gemacht haben. Das kann ja auch sehr inspirierend sein. Also dass man auch sieht, okay, es gibt Stolpersteine, die kann ich aber bewältigen. Und ja, wie ich vorhin schon sagte, also ja, man kann natürlich mit seinem näheren Umfeld Ideen diskutieren, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, immer einzuschätzen, sind es jetzt Menschen eben, die eher, ich weiß es nicht, eine Angestelltenmentalität mitbringen, die sagen, ich bin eigentlich zufrieden mit dem, wie es ist, oder sind das Visionäre, also dass man halt auch weiß, von welcher Ecke kommt das Feedback und wie ist es nachher einzuordnen. Ja, ja, natürlich spielt schon auch eine Rolle, was für ein Verhältnis haben die Leute zu mir, ja, wenn das meine Familie ist, ja, dann finden sie vielleicht auch Sachen besonders gut, die ich mache, per se, oder, ja, oder vielleicht sind sie besonders kritisch, weil sie mir nachstehen. Ja, oder das besonders emotional. Ich meine, natürlich, ja, also wenn ich jetzt mit meinen Eltern gewisse Dinge über mein Geschäft, was ich bisher gemacht habe, diskutiert habe, dann gibt es natürlich wirklich andere vielleicht, ja, Gesichtspunkte, die jemand, der außenstehend ist, nicht so taxiert. Mhm. Klar, ja. Also es ist spannend, aber man muss es dann einordnen. Mhm. Ja. Jetzt im Vorgespräch haben wir auch über Ideenkommunikation gesprochen. Mhm. Was meinst du damit genau und auf was kommt es da drauf an? Also es ist ja so, wir sprechen ja bei neuen Ideen oder Innovationen, eben dieser Neuheitsgrad, der ist ja jetzt mal gegeben, je nachdem, wer eine Idee anschaut, dementsprechend bewertet er die vielleicht als bahnbrechend neu, weniger neu, das kommt immer ein bisschen auch auf den Background der Menschen an. Und was aber allen gemein ist, ist, dass bei neuen Ideen gewisse Risikoempfinden eine Rolle spielen. Ja? Also wenn ich was Neues an den Markt bringe, dann muss ich natürlich erstmal überhaupt Menschen überzeugen, das auch auszuprobieren, weil vielleicht sind die gängigen Lösungen einfach die man kennt und wo man kein großes Risiko sieht. Und dementsprechend, glaube ich, eben kann die Kommunikation sehr helfen, einerseits dieses Risikoempfinden herabzusetzen, also dass man eben auf diese Ressentiments, wenn man so sagen will, der Nutzer nachher, dass man auf die schon frühzeitig Rücksicht nimmt und die in der Ideenkommunikation entsprechend auch formuliert oder denen entgegentritt.
Und letztlich ist es eben dieses, was wir vorhin schon mal ansprachen, wie gut verkaufe ich denn meine Idee auch? Also sage ich jetzt, ja, ich bin jetzt ganz zufällig, bin ich auf eine neue Lösung gestoßen? Oder sage ich, ja, ich habe ganz bewusst den Markt angeschaut und habe einfach Lücken gesehen, die die anderen nicht gesehen haben. Also sprich, das Framing ist eigentlich nachher dafür schon auch relevant, ob eine Idee erfolgreich werden kann oder nicht. Ja. Also ein Stück weit auch Storytelling, denn, wo wir dann vielleicht wieder bei der amerikanischen Mentalität sind, wo jede Idee great ist wahrscheinlich. Oder? Ja, Storytelling ist sicher relevant und es ist, auch da ist es so ein bisschen, du hast vorhin von Gratwanderung gesprochen, eine Gratwanderung zwischen, ich möchte ja die Leute nicht täuschen und denen da irgendwie die Geschichte vom Pferd erzählen, aber gleichwohl braucht es schon ein gewisses Selbstbewusstsein auch, um mit Ideen nach außen zu treten. Ich habe da immer ganz gern dieses Beispiel von diesem Dollar Shave Club, wo dieser eine Amerikaner, im Prinzip die Geschichte war so, der hat irgendwie Rasierapparate, die sein Onkel übrig hatte, so einmal Rasierer, eine ganze Garage voll bekommen und hat sich dann überlegt, was mache ich damit? Und er hat dann daraus diesen Dollar Shave Club gegründet, wo man im Prinzip im Monatsabo für einen Dollar seine Rasierapparate beziehen kann. Die Amerikaner damit nicht mehr in den Laden gehen müssen, wo man extra also aufschließen muss, diese Schränke, weil das ja sicherheitsrelevante Produkte sind sozusagen. Ja, also, und das, also diese ganze, und außerdem viel zu teuer, die Rasierklingen, die man im Laden findet. Also der hat dann eine ganze Story darum gebaut und im Prinzip hat er nichts anderes gemacht als einmal Rasierer verschickt. Ja, und das meine ich halt, aber mit einem Selbstbewusstsein, wo man dann einfach spürt, okay, das ist irgendwie, da ist irgendwas Cooles dahinter. Das brauche ich unbedingt. Ja, genau. Und Gratwanderung deswegen, weil wir haben ja jetzt auch gerade gesehen in Amerika diese Geschichte von Theranos, die ging jetzt durch die Medien, wo Elizabeth Holmes im Prinzip diese Blutanalysegeräte entwickelt hat, die dann doch nicht so da waren oder funktioniert haben, wie sie eigentlich sollten und wahnsinnig viel Investment da reinging. Da waren berühmte Leute, waren da involviert. Also so ein bisschen ein Herdeneffekt eigentlich auf negative Art und Weise. Und also davon rede ich jetzt nicht, aber ich glaube schon, wie gesagt, ein gewisses Selbstbewusstsein, wenn man an seine Idee glaubt, ist schon ganz wichtig. Ja gut, jetzt haben wir ganz viel über Geschäftsideen, Ideenfindung geredet. Vielen Dank für deine Insights. In unserer ersten Staffel hat sich bei uns zum Abschluss von jeder Podcast-Folge die sogenannte Blitzrunde eingebürgert, wo ich abschließend drei Fragen stelle, die mein Gast ganz spontan und so kurz und knackig wie möglich beantwortet. Bist du bereit? Ich bin parat, alles klar. Theresa, wo und wie hast du deine beste Idee? Beim Laufen. Welche Geschäftsidee hat dich zuletzt so richtig beeindruckt? Welche Geschäftsidee mich beeindruckt hat? Ja, ich hatte neulich eine Studentengruppe, die sind ganz wief dahergekommen und haben sich eine clevere Lichterkette überlegt, die Mücken abwehrt. Und das fand ich noch recht beeindruckend, weil das habe ich bisher noch nicht gesehen und die haben das ganz gut durchgearbeitet. Mal sehen, was draus wird. Cool. Ist die zündende Idee deiner Meinung nach der wichtigste Erfolgsfaktor für ein Startup? Und wenn nicht, was ist denn das Allerwichtigste? Das Allerwichtigste ist für mich tatsächlich das Team. Weil Ideen wandeln sich und ich glaube, wenn ein Team sehr fähig ist, auf geänderte Umweltbedingungen zu reagieren, dann kann fast jede Idee in eine andere Idee münden und auch dann irgendwie zum Erfolg kommen. Theresa, herzlichen Dank für das spannende Gespräch und dass du uns etwas über Ideenfindung erzählt hast. Ich bin sicher, dass das für sehr viele zukünftige Unternehmerinnen und Unternehmer sehr inspirierend war. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, uns zuzuhören. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Schreibt doch einen Kommentar. Wir freuen uns über jedes Feedback. Unser Podcast «Idee, Plan, Action» gibt es monatlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Weitere Infos finden ihr auf unseren Social-Media-Kanälen und auf www.hslu.ch/smartup.